Hey, ich bin Caro und ich bin seit 27.06.2022 auf Weltreise und das Open End. Und auf dieser Reise möchte ich dich gerne mitnehmen, einfach weil die Welt so viele geile Plätze hat und wir mit unserem Camper von Campingplatz zu Campingplatz oder von der Unterkunft zu einem Stellplatz und auch an vielen verschiedenen Orten immer wieder sind und rumreisen, und dann möchte ich dir gerne zeigen, wie schön es da ist. Und vielleicht hast du ja mal so den ein oder anderen Gespürdrang, mal dahin zu reisen, das auch mal zu sehen, zu erleben, da deine Zeit zu verbringen und einfach Spaß zu haben. Und wir sind jetzt seit fast 4 Wochen in Italien und seit fast einer Woche in Sizilien. Und ich liebe diese Mentalität und es ist traumhaft hier. Wir sind letzte Woche mit der Fähre hierher gefahren mit unserem Camper und hatten hier ja so einen tollen Campingplatz. Wenn du dir den nochmal anschauen willst, ich blende den hier oben ein, da habe ich ein Video gemacht, da kannst du da nochmal schauen. Falls du auch einen Camper Weltreiseliebhaberin bist, dann schau doch gerne mal da vorbei. Und wir sind jetzt hier noch in Naxos und da möchte ich dich mitnehmen. Ich möchte zeigen, wie schön die Stadt ist, was es hier für einen tollen Strand gibt, und vielleicht, wie gesagt, schaust du da auch einfach mal vorbei. So, ich schnapp mir jetzt meinen Rucksack und dann nehme ich dich einfach mal mit und zeig dir ein bisschen was. Von dem Campingplatz, wo wir stehen, losläufst, dann läufst du ca. 5 Minuten bis in die Stadt, und hier ist alles sehr, sehr ruhig, entspannt. Du hast hier ganz viele Einkaufsmöglichkeiten, du kannst hier in ganz viele Restaurants gehen, Cafés, und teilweise verstehen die Sizilianer neben klar Italienisch auch sehr gut Englisch. Mit Deutsch kommst du hier nicht so weit, aber das macht nichts. Man kann ja nicht kommunizieren. Hier gibt es auch ganz in der Nähe einen Spielplatz für Kinder. Da kann man auch Go-Kart fahren, und so kleine Bahnen sind da ein richtiges kleines Paradies. Du kannst hier natürlich überall auch Delfintouren machen, Bootstouren machen. Alles natürlich touristisch zum Buchen. Unser absolutes, eines unserer absoluten Lieblingsrestaurants zeigen. Das ist eines unserer Lieblingsrestaurants, und zwar die La Trinacria. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Das ist ein sehr, sehr familiäres Restaurant, und da gibt es typisch leckere italienische Speisen, sizilianische Speisen, und ich habe da das erste Mal so richtig italienische Spaghetti Carbonara gegessen, und die waren ein Traum. Also ich kann es sehr empfehlen, wenn du mal hier bist, da gibt es richtig, richtig leckeres Essen. So, jetzt gehen wir aber weiter, weil ich dir natürlich diese hammergeile Promenade noch zeigen möchte, an der wir jeden Tag sind, weil die einfach so schön ist. Als wir jetzt hier im September waren, also wir waren ja Ende September 2022, wenn immer du dieses Video schaust, waren wir da, und da war es sehr, sehr ruhig. Kleiner Tipp noch, so nebenbei, wenn du ein Restaurant suchst und im Internet schaust bei Google und es steht geöffnet, dann heißt das nicht, dass die hier auch an der Promenade offen haben. Also die sind da so, die Italiener, wie sie Lust und Laune haben. Also lauf da einfach hin, schau, wo es dir gefällt. Das machen wir immer so. Was uns so recht nett gefällt, wo so das Feeling stimmt, da gehen wir essen. So, jetzt gehen wir aber zusammen zur Promenade. Ich freue mich schon. Und zwar
Lidl und Eurospin. Musst du allerdings 6 Kilometer fahren, haben wir jetzt nicht gemacht, einfach weil wir hier unten auch ein paar Einkaufsmöglichkeiten hatten. Und wenn du hier die Straße dann runterläufst, dann kommst du direkt zum Hafen, zum Strand, zur Promenade und was es noch so Schönes gibt, zeige ich dir jetzt gleich. Was für freundliche Menschen. I love it, I love it, I love it. So, da habe ich dir gerade noch erzählt, dass ich diese Mentalität und die Menschen so liebe. Da hast du es gesehen. Also, nur auch für dich, der liebe Alessandro. Da hinten steht es drauf. Der hat mich gerade eingeladen auf eine Bootstour. Ich will es dir nur weitergeben, wenn du hier bist. Ich blende es dann mal unten ein. Und du hast Bock auf eine Bootstour mit Chillen, Relaxen, Entspannen, Baden, Prosecco. Dann kannst du dir die beim Alessandro buchen. So, aber jetzt gehen wir mal weiter, weil ich möchte noch ein bisschen was zeigen. Und dann gehen wir nämlich hinter. Da gibt es noch ein zweites Restaurant, was wir sehr, sehr lieben, das ich dir zeigen will. Aber ich mag dir gerne auch noch das Meer zeigen und noch so ein paar andere Dinge. Also, los geht's. Übrigens, wenn du hier in Italien bist, wir stehen überall an der Straße ATMs, kannst du Geld abheben, also da geht dir nie das Geld aus, obwohl wir ja alles mit unserer Krypto-Kreditkarte bezahlen. Ganz easy peasy, einfach, die wird überall angenommen, kann ich dir nur ans Herz legen, verlinke ich dir auch einfach mal hier unten. So, und dann laufen wir weiter. Da hinten, da ist dann der Strand. Und dann nehme ich dich nachher mal mit. Hier gibt es wieder mal ein Restaurant nach dem anderen. So, und dann zeige ich dir gleich mal noch was Schönes. Das ist hier die Bootsbucht von Naxos. Im frühen Vormittag und nachmittags ist hier meistens wenig los. Hier kannst du dein Ticket für den Hop-On-Hop-Off-Bus, also die Tour, mit der du durch Naxos fahren kannst und Umgebung, kaufen. Hier kannst du Lavagestein sehen. Wenn du dann mal hier langläufst, kannst du dir die beiden anfassen und einmal vergleichen, wie das zu normalen Gestein ist. Schau, so ein Bus. Ein Hop-on-Hop-off-Bus. Da gibt es verschiedene Stationen, da kannst du immer einsteigen und aussteigen auf der Insel.
Und hier ist halt in Naxos gibt es da ja auch ganz viele verschiedene. Und dann laufen wir mal weiter. Hier in Naxos haben wir viel Fisch gegessen, aber auch so verschiedene Pizzen ausprobiert. Und was ich dir auch, wenn du hier bist, echt empfehlen kann, ist Arancino. Mehrzahl Arancini. Das sind so handgroße Reisbälle, die sind gefüllt und da ist auch so ein Stückchen Mozzarella drin. Gibt es meist immer in Cafeterias oder da, wo es so kleine Snacks gibt. Probier das mal aus, die haben so eine runde Kruste. Also sind richtig, richtig lecker. Probier es aus. Wollte ich dir nur manchmal mitgeben. Hier gibt es auch einen kleinen Fitnesspark. Du kannst hier Outdoor-Sport machen, wenn du fit bleibst, Spaß haben. Für alle, die auch noch ein bisschen was auf Reisen im Urlaub für ihre Figur tun wollen. Die Villa Comos ist auch ein Restaurant, was ich dir von Herzen empfehlen kann. Und zwar ist es auch so ein Familienrestaurant. Hier gibt es abends typisches wie immer italienisches Essen, ganz, ganz lecker. Und da habe ich eine Pizzolonite gegessen, das war so eine Pizza, so sah das aus. Sehr, sehr lecker. Und wenn du so circa 20, 30, 21 Uhr da bist, dann läuft da auch Musik, da ist Tanz und da ist richtig, richtig fett Stimmung. Was ich dir noch empfehlen kann, ist, wenn du vor 20 Uhr da bist, 18:30 bis 20 Uhr gibt es nämlich Happy Hour, dann gibt es die Cocktails zum halben Preis, also falls du darauf Lust hast. Schmecken übrigens sehr lecker, wir waren spät abends da, haben die Musiktime noch mitgenommen, also absolut traumhaft. So, und jetzt gehen wir mal Richtung Strand. Wenn du mit dem Flugzeug nach Sizilien fliegst, dann ist der nächste Flughafen Catania, 50 Kilometer. Kannst du entweder das Taxi nehmen oder den Bus. Ja, oder mit, wenn du über eine Flugreise nimmst, musst du ja wahrscheinlich eher abholen. Hier gibt es auch ganz, ganz viele Hotels, auch vorne am Strand sind da einige. Das nur mal so, falls dir der Ort und Platz auch so gut gefällt. Hier erkennst du am Unterbus, dass jede Busfährte gibt es auch einen Busfahrplan, recht einfach zu lesen. Allerdings sind wir bis jetzt noch nicht mit dem Bus gefahren. Das kommt dann in Catania. Da gibt es dann mal ein extra Video. Aber schon mal so für dich zur Info. Vorne am Strand, was ich dir gezeigt habe. Hier ist ein bisschen mehr los, weil hier gibt es so das ein oder andere Restaurant, Läden, Geschäfte und alles so aneinander. Ich zeige dir da jetzt mal ein paar Einblicke und dann gehen wir auch mal zusammen zum Strand. Das Café Vemasi und das ist der absolute Traum. Da hast du sogar hinten ein Jacuzzi und kannst dann dein Cocktail, dein Kaffee oder deine Naschereien und kannst da auch Essen im Jacuzzi genießen mit Blick aufs Meer. Total freundliche Bedienung, preislich top.
kannst du zum Beispiel Bootstouren buchen. Der Strand. Also hier ist quasi der Bereich hier überall. Kannst du frei liegen, kannst du aber auch hier Sonnenliegen, Schirme, alles buchen, wie du magst. Dann zeige ich dir mal noch einen anderen Part vom Strand. Gehen wir mal weiter. So, schau mal, hier ist eine kleine Preisübersicht, was es so gibt. Und hier am Lido, Lido heißt Strandbad. Siehst du mal, Umbrello ist der Schirm, der kostet 6 Euro, eine Liege 6 Euro, einen Liegestuhl 5 Euro. Und wenn du eine Kabine noch wünschst, dazu 10 Euro. Dann kannst du dir hier am Strand dir es richtig, richtig gut gehen lassen. Ist so unser Lieblingseinkaufsladen. Da haben wir immer uns Essenssachen geholt. Supermarkt Party Deko. Meine Tour mit dir durch Naxos Teil 2. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, immer her damit, schreib es in die Kommentare. Ich freue mich da sehr. Was ich dir noch zum Schluss empfehle, wenn du in ein Café gehst, probier doch gerne mal die Latte, die Mandola aus. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mein Italienisch ist noch nicht so perfekt. Aber vielleicht beim nächsten Mal wird es besser. Eine Mandelmilch, probier die unbedingt aus, sie schmeckt total geil, kann ich dir doch ans Herz legen. Ansonsten sage ich von ganzem Herzen danke, dass du bis zum Schluss zugeschaut hast und freue mich schon, wenn du mal hier an diesem Place bist und vielleicht denkst du mal zurück an mich und genießt es genauso wie ich. Also, ich lasse dir liebe Grüße da und bis ganz bald.